Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Witcher 3 auf meinem Kanal Matze und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar sind wir weiterhin auf der Suche nach Hurensohn Junior. Klingt komisch, ist aber so. Oh, da haben wir mal auf dem Weg mit eingesackt, ne? So, auf jeden Fall laufen wir jetzt erstmal zu Dijkstra, sprechen ihn mit ihm über seine Verbindungen zu den Redanian, also der Verbindung von Hurensohn Junior zu den Redanian und schauen mal, was wir da so rauskriegen können. Der Weg ist auf jeden Fall nicht mehr weit. Ihr seht, es sind nur noch 40 Meter, 40 Schritte. Ich weiß gar nicht, sollen das 40 Schritte immer sein oder sollen das Meter sein? Ey, hier in den Säcken ist überall was drin. Brot. Ich habe sowieso mein ganzes Brot aufgebraucht. Gut, dass ich hier nochmal was finde. Mich in letzter Zeit immer so oft geschlagen hier mit den Gegnern. Das ganze Brot bei Flöten gegangen. Oh fuck. Oh fuck. Ich muss mal eben kurz, ich glaube, weil ich da gerade eben was geklaut habe, habe ich die Probleme hier gerade am Hals. Das Problem ist, dass das jetzt tatsächlich gerade zu schwer geworden ist. Ich habe zu viel geklaut. Boah, Alter, selbst das Wasser hat kein Gewicht. Ich habe schon 52 Wasser am Start. Selbst da kann ich nichts von ablegen, weil das einfach kein Gewicht hat. Was habe ich denn jetzt schon wieder aufgenommen, dass ich auf einmal wieder so viel Gewicht habe? Ich glaube, ich werfe einfach die... Ja, wobei, der Streitkolben war echt geil. Der hat reingehauen. Geile Scheiß. Na komm, legen wir erstmal dieses novigradische Schwert ab. Das ist eh zu schwach, das kann ich nicht gebrauchen. So oder so nicht. Dann haben wir erstmal wieder genug. Ach, warte mal, habe ich da noch eine Hose gefunden, eine neue? Eine neue, habe ich da etwa eine neue Hose gefunden? Wo habe ich die denn her? Löschen. Oder? Ist die gar nicht neu? Ach nee, die ist gar nicht neu. Ha! Falscher Alarm. Ich habe für nichts mehr Kraft. Keine Ahnung, ob die eben mich angreifen wollten. Aber es war ein bisschen irritierend gerade, dass ich da fast von einem Level 25er angegriffen worden wäre. Darunter. Ich bin hier zu hoch. Sei gegrüßt. Vorsicht! War da gar nicht richtig. Hier. Achso, ich muss wieder in das... in das Bad. Oh, langsam. Langsam hat sich... gibt's hier auch wieder... welche, die hier baden gehen. Nach dem Massaker. Sieh dir an. Städlerin. Aber nicht mehr so viele wie beim letzten Mal. Doch deutlich weniger geworden. Ja, ich bin kein Hexenjäger, ich bin Hexer. Milady. Ach, ich bin ja gar nicht richtig. Ich laufe mitten rein hier. Komplett angezogen. Mensch, das tut mir aber leid, Leute. Eigentlich muss ich nämlich hier hin. Kann ich hier noch Bücher klauen?
Stimmt. Oder auch nicht. Kompletten Wände werden so angezeigt, als wenn man was klauen könnte, aber irgendwie geht's nicht. Wahrscheinlich, weil er hier ist, weil er hier mit im Raum ist. So. Dann reden wir mal mit ihm. Hast du kurz Zeit? Ich hoffe, dass wir die Quest endlich abgeschlossen kriegen. Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radio zusammen. Hurensohn. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Ja, wegen dem Namen sowieso. Ich habe es aus einer zuverlässigen Quelle. Die Quelle scheint zuverlässig zu sein. Das würde erklären, warum er sich traut, mit den großen Vier zu brechen. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redaniern haben. Ich nicht, aber du. Hilf mir auf die Sprünge. Temeria, ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Klingelt's? Vernon Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Oh ja. Aber da müssen wir sehr, sehr weit. Kann ich erstmal nicht hier noch die Arena besuchen? Schon wieder Kopfweh. Ich werde erstmal die Arena hier besuchen. Denn die Arena ist eindeutig näher dran. Als dieses Lager der Widerstandskämpfer. Vielleicht haben wir da ja noch Glück. Sorry, Junge. Oder Mädel. Dass ich dich so über den Haufen gerannt habe. Das tut mir von Herzen leid. Mein Kind. Gehe ich hier durch? Oh, hier geht's wirklich durch. Das ist sogar so der schnellste Weg, der so eingezeichnet ist. Die anderen sind einfach nur gelaufen. Haben wir nochmal ein neues Schwert bekommen? Velena Langschwert, Stahlwaffe. Ist okay. Nehmen wir auch erstmal mit, bis wir zu viel Gewicht haben. Schon gehört? Du gehst mit. Wir wollen uns bestimmt wieder nicht reinlassen. Ich glaube, mit dem lege ich mich direkt an. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht rein. Und steh hier nicht rum. Ich schwatze so gerne mit Türstehern. Meistens werden wir uns sogar einig. Aber heute habe ich keine Geduld. Also lasst mich entweder rein oder ich mache euch kalt und lass mich selbst rein. Oh, hörst du den Gockel? Und wie er den Kamm aufbläst? Kikeriki! Soll ich mir in die Hosen scheißen? Ja. Gut. Nach links! Setz dich auf, Bruder! Oh. Oha, was hat er denn da für ein Schwert für uns? Novigradisches Langschwert. Na. Gar nicht besser als die anderen, die wir hier haben. Im Gegenteil.
Trotzdem ganz... Ach, die, wobei die Keule war wirklich, ist wirklich sehr stark. Aber... Die sind wirklich nicht so wirklich gut, die Waffen hier. Leg mal das hier jetzt ab. Eh schon kaputt. Was hat der drin? Hexenjägerschwert, Chancen auf Bluten, 2%. Was hat der hier? Kritische Trefferchance, 1%. Nochmal stärker. Töte Hurensohns Schergen. Hey, du. Warum greifen die mich denn alle gar nicht an? Bist du blöd? Mein Opa ist krank. Hä? Falscher Zauber. Sorry. Ich glaube, ich weiß, wo der Fehler ist. Ich muss hier rein. Ich Mongo. Die sind unterirdisch. Die ich bekämpfen soll. Mal gucken, was wir da schon wieder für ein Schwert eingesammelt haben. Zerschmetter Armbrustbolzen mit Zerschmetterschaden. Das hier ist das, was wir gerade eingesammelt haben. Das ist nicht gut. Werfe ich auch ab. So, dann geht's weiter hier unten. Reißt euch zusammen, Jungs. Du bist so gut wie tot!
Ob wir noch die eine oder andere interessante Waffe hier unten finden werden. Hier sieht es nicht danach aus. Ich werde dich abschlachten wie einen Hund. Haltet euch die Augen zu! Alter. Ach, mich hat einer abgeschossen. Ich glaube, da kommen noch mal ein paar gute Waffen raus aus denen. Heilen, Leute. Ich war eigentlich gerade schon tot. Erstmal heilen. Aber die beiden da hinten sind stark. Das sind Igor und Wache. Ich vermute mal, dass das irgendwie irgendwelche besonderen Vögel sind. Na komm her. Let's go! So, mal gucken, was er für ein Schwert dabei hatte. Novigradisches Langschwert. Nicht so dolle. Ich hatte mir mehr erwartet. Wo hatte ich den Hund erledigt? Wobei, ein Hund wird wahrscheinlich nichts dabei haben. Würde mich auf jeden Fall eher wundern. Ob das da weitergeht? Auf jeden Fall wird hier noch irgendwas Komisches angezeigt. Lies das Dokument. Finde mit Hilfe deiner Hexe eine Möglichkeit, in das Geheimversteck zu kommen. Das werden wir probieren.
Also wir müssen auf jeden Fall hier runter anscheinend, aber es ist sehr hoch. Nicht, dass ich wieder durch den Sturz sterbe. Sieht doch tatsächlich so aus, als wenn es hier gar keinen Weg gibt. Um runterzukommen. Das ist sehr irritierend hier. Vielleicht ist es nicht der richtige Weg. Ah, guck mal, hier geht's noch tiefer. Das sieht doch schon besser aus. Wo sind die nächsten? Der Boden ist von einer beweglichen Türe abgenutzt. Hinter dieser Wand ist was. Ach so, da ist der Hebel. Muss doch irgendwo noch was sein. Warum jetzt erst? Komisch, dass es beim auf einmal was anderes macht. Oh mein Gott. Das wird gerade hundertprozentig eine Klinge sein, die uns weiterhilft. Warte mal. Noch irgendwas? Das ist hundertprozentig ein geiles Schwert gewesen gerade. So, Inventar. Das ist das zweite Reliktschwert, was wir haben. Mal gucken, ob Silber ist. Stahlwaffe. Es ist sogar eine Stahlwaffe. Geil. Klinge von Tier Tucha. Tschüss. Können wir erstmal die hier auch ablegen. Jetzt haben wir zwei Reliktschwerter. Ja, ich schmeiß den auch weg. Komm, der wiegt zu viel. So ein geiler Kolben, aber mit dem neuen Schwert sind wir gut bedient. Dann haben wir zwei legendäre Schwerter. Lies den mysteriösen Brief. Ach so. Bin der Junior. Ah, hier geht's nicht weiter. Wir müssen jetzt mit dem Lager der Widerstandskämpfer mit Vernon Rocher. Ja. Da müssen wir als nächstes hin. Das heißt, wir müssen hier raus.
sind hier soweit fertig. Huch. Aber geil, Alter. Wir hätten auch direkt dorthin gehen können, dann hätten wir aber das Schwert nicht gekriegt. Somit hat es sich mega gelohnt für das Schwert. Weil, wenn wir uns das Schwert jetzt nochmal angucken, im Vergleich mit dem, was wir vorher hatten. Also vorher hatten wir dieses Schwert hier. Wir haben jetzt plus 5 Angriff, also 5 mehr Angriff. Und dieses hier hatte nur plus 2% Chance auf Bluten. Mehr nicht. Das war also, es konnte eigentlich gar nichts. Und das neue hat halt mehr Schaden. Hat plus 50% kritischer Trefferbonus. Das heißt, wenn wir einen kritischen Treffer machen, dann geht's richtig ab. Dann plus 5% kritische Trefferchance. Also das, wie kritische Treffer landen, ist auch nochmal 5% erhöht, was glaube ich relativ hoch ist. Und plus 35% Chance auf Bluten. Was auch fett ist. Und das sieht man am Verkaufswert. Die Klinge ist sogar doppelt so viel wert wie unser Maugrim-Schwert, also unser Silberschwert. Und das heißt schon etwas. Das heißt schon etwas, denn dieses Schwert hier ist auch schon viel, viel mehr wert als die anderen. Und Silberschwerter sind eigentlich an sich teurer, weil sie Silber sind. Und Silber halt viel mehr wert ist als irgendein Stahlschwert. Das ist richtig krass. Bin schon gespannt darauf, das im Kampf einzusetzen. Und ich denke, dazu wird es dann in der nächsten Folge kommen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und checkt die Endcard ab. Da habe ich euch nochmal die Playlist verlinkt. Da könnt ihr alle Folgen sehen. Lasst gerne über einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass euch das Ganze gefällt. Und ich würde sagen, bleibt stabil, haut da rein und bis dann. Ciao.